Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem ersten Review. So geht es heute um meine Moped Enduro Magnetpedalen. Heute möchte ich euch meine Meinung mitteilen zu den Magnetpedalen. Die Vorteile, Nachteile. Also fangen wir mal gleich mal an mit den Funktionalität an. Was sind eigentlich Magnetpedale? Das ist eigentlich so eine Lösung zwischen Flats und Klickpedalen. Wobei es tendiert mehr eigentlich zu den Flatpedalen, einfach mit einer gewissen Unterstützung, mit einer gewissen Haftung. Und wie funktioniert das eigentlich im Prinzip? Ja, das ist im Prinzip einfach. Ja. Man nimmt einfach den Fuß, stellt es drauf, einfach ein bisschen Zug und dann ist man eigentlich angeklickt. Also im Prinzip, wenn man ja den Fuß drauf hat, dann muss man nicht wirklich fest, noch fest irgendwie drücken oder so. Das geht eigentlich dann wirklich gut von alleine. Und dann ist man nicht fest verbunden, den Fuß verdrehen geht das eigentlich nicht, also das ist so ein minimaler Grad und ja, und dann wie nimmt man eigentlich den Fuß weg, kann man nicht verschieben, einfach nach oben drehen, nach oben, das funktioniert eigentlich alles wirklich sehr gut und sehr einfach. Und dann haben wir hier eigentlich, ja, das sind die Magnete mit 20 Kilo Zugkraft. Das Vorjahresmodell, das sind die hier, die hatten bei mir nur 15 Kilo Zugkraft. Und funktioniert das eigentlich wirklich genau gleich, nur hat man hier eben ein bisschen, ist man noch ein bisschen fester mit dem Bike verbunden. Im Gegensatz zu denen. Und das ist eben das Vorjahresmodell und die hatte nur auf die eine Seite den Magneten. Das heißt, man konnte eigentlich nur mit dieser Seite konnte man sich eigentlich verbinden und die Seite im Prinzip nicht. Also man muss eigentlich immer auch beim Einklicken musste man immer wahrscheinlich schauen, welcher Seite eigentlich der Magnet ist. Wobei ich schaue nicht unbedingt, denn wenn man das eigentlich auf der Kurbel drauf ist, dann bleibt es eigentlich immer auf dieselbe Position und dann muss man muss eigentlich nur von hinten im Prinzip und dann war man eigentlich schon eingeklickt. Bis bei dem Pedal spielt eigentlich keine Rolle, wie man das einfach auf den Fuß aufstellen und dann ist man eingeklickt, dann raus. Was mir jetzt wirklich bei dem Pedal wirklich gefällt ist, man hat auf beiden Seiten den Magneten. Dann die Pins, die sind Lenker. Mir persönlich gefällt das wirklich sehr gut. Und was mir auch gut gefällt, dass es jetzt eigentlich aus einem Stück CNC gepresst ist. Und ja, das sind eigentlich die Punkte, die mir wirklich gefallen. Vom optischen her finde ich eigentlich wirklich sehr schön. Das einzige ist vielleicht, was mir jetzt persönlich nicht gefällt ist, weil die Pedale sieht jetzt wirklich ein bisschen massiver aus. Dass wenn man die Dicke, wäre das 1-2 mm dünner, das wird es vielleicht noch mal ein Tick besser aussehen, aber das ist irrelevant im Prinzip. Für mich ist im vordersten Grund, dass die Pedale funktionieren und das tun sie wirklich sehr gut. Sie funktionieren wirklich sehr gut. Im Prinzip eigentlich einwandfrei. Was kann ich noch zu den Pedalen sagen? Noch kurz vielleicht zu den Pins. Die sind 11 mm lang. Mir persönlich gefällt das wirklich gut, denn wenn ich den Fuß jetzt hier drauf stelle, dann kann man eigentlich den Fuß kaum noch verdrehen. Das ist das Vorteil. Wenn man den Fuß gerade drauf stellt, dann ist es wirklich perfekt. Stell mal den Fuß schräg drauf, dann bleibt es auch schräg. Das ist am Anfang
hatte ich ein bisschen Mühe. Aber jetzt mit der Zeit eigentlich habe ich mich wirklich daran gewöhnt, dass ich jetzt irgendwie den Fuß gerade von Anfang an gut draufstelle. Und ja. Was auch gut ist, die Magnete sind eigentlich gelagert. Das zeige ich vielleicht mal euch hier. Die kann man eigentlich. Die passen sich wirklich auch gut und nachher auch auf dem Schuh drauf. Die passen dann wirklich gut rein. Und kann man auch in der Höhe verstellen. Also je nach Schuhalt kann man das wirklich gut anpassen. Die Achse wurde inzwischen dann auch dicker, stabiler. Die ist jetzt 2 mm dicker als diese Achse hier. So sollte das eigentlich dann wirklich ganz gut Sprünge und gröberes Gelände eigentlich aushalten. Wobei bis jetzt muss ich sagen, die haben das eigentlich alles gut mitgemacht. Zum Gewicht. Das Vorjahresmodell wiegt 430 Gramm. Ist die ca. 430 Gramm, bin ich mir nicht mehr sicher. Das sind die mit 15 Kilo Zugkraft. Bei den Enduro, also das 2019er Modell, sind wir bei 490 Gramm mit 50 Kilo Zugkraft und mit 20 Kilo Zugkraft, wie meine, sind wir bei 530 Gramm das Paar ohne die Pins. Mit den Magnetpedalen bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich kann das jedem empfehlen, der eigentlich mit den Flatpedalen nicht wirklich gut klarkommt und mit den Klicks sich nicht getraut. Die kann ich wirklich empfehlen, das sind wirklich gut, machen ihren Job 1A. Vom Preis her sind die 150, 160 Euro. Das Paar kriegt sich wirklich sehr gut ein und aus. Und das Einklicken, das braucht halt immer ein bisschen Zeit am Anfang, bis man sich da reinwächst, sich da daran gewöhnt. Und dann aber funktioniert das wirklich sehr, sehr einfach, sehr schnell. Und ja, das ist so meine Erfahrung, die ich mit den Magnetpedalen gemacht habe. Und ich denke, da sind wir jetzt auch durch mit meinem ersten Review. Falls euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mir über ein Like sehr freuen. Falls nicht, dann bitte kommentiert, gebt mir ein Feedback, wo kann ich mich verbessern. Sonst, was hier noch Fragen liegen zu den Magnetpedalen, dann kommentiert bitte gerne. Ich versuche jede Frage eigentlich bestmöglich und schnellstmöglich zu beantworten. Natürlich würde ich mich auch über jeden Abo sehr freuen. Das war's von mir. Ich danke und wir sehen uns auf dem Trail. Ciao, ciao.